Der 360 ist die Grundlage aller weiteren Spin-Tricks. Bei der Anfahrt hat man eine breite Beinstellung, ca. schulterweit, um Druck auf die Innenkanten zu geben. Mit den Armen holt man bereits Schwung. Beim Takeoff springt man dann kräftig ab und löst die Drehung mit dem Oberkörper und dem Kopf aus. In der Luft nimmt man eine kompakte Körperhaltung ein, am besten einen Grab. Dies hilft, den Sprung zu kontrollieren. Sobald die Landung zu sehen ist, sollte man diese fixieren. Bei der Landung muss man nur die kompakte Haltung auflösen und den Sprung mit den Knien abfedern. Noch einmal ohne Unterbrechung. Wenn ihr zu schnell dreht, könnt ihr mit dem Spreizen der Beine die Drehung abbremsen. Wenn ihr einen stylischen Tail Grab machen wollt, müsst ihr einen normalen 360 spinnen. Nur ist jetzt die kompakte Körperhaltung der Tail Grab. Dafür winkelt ihr die Knie an und greift mit der rechten oder linken Hand nach hinten. Hier müsst ihr euch auch gut auf euer Gefühl verlassen können. Der Nose Grab ist eher ein schwierigerer Grab und verlangt einen gewissen Grad an Beweglichkeit. Jedoch ist die Rücklage kein Problem bei diesem Trick. Im Allgemeinen gilt, wenn ihr zu viel Rücklage habt, dann müsst ihr beim Takeoff euren Körperschwerpunkt mehr nach vorne legen. Beim Nose Grab ist dieser Impuls etwas stärker. In der Luft kann man die Ski die ganze Zeit fokussieren. Dass ihr den Grab erwischt, müsst ihr die Ski nach oben strecken. Besser geht es, wenn ihr am Anfang die Knie etwas anwinkelt. Der 540 basiert sehr auf dem 360. Der Anfang ist genau der gleiche, nur gebt ihr beim Absprung mehr Impuls oder ihr sucht euch einen größeren Kicker. Eine kompakte Körperhaltung ist auch hier wichtig, wobei ihr den Grab länger halten könnt. Sobald ihr die Landung seht, sollt ihr diese fokussieren, aber bleibt unbedingt in der kompakten Körperhaltung. Nicht, dass ihr beim 360 aufhört zu drehen. Die Landung im Auge behalten und den 540 fertig drehen. Die Landung dann wieder abfedern und nicht zu fest nach vorne legen, sonst rutscht ihr vorne weg. Und erst wieder in Fahrtrichtung sehen, wenn ihr sicher steht, sonst verliert ihr das Gleichgewicht. Wenn ihr das Ganze stylischer machen wollt, könnt ihr auch bei der Anfahrt eine Kurve machen und den Kurvenschwung in den Spin mitnehmen. Aber Achtung! Hier begibt ihr euch oft in eine Korklage. Dies könnt ihr übrigens vor so ziemlich allen Spin-Tricks machen. Wenn ihr die vorherigen Rotationssprünge schon beherrscht, sollte der 720 nicht viel Neues sein. Wieder ein kräftiger Impuls beim Absprung und wieder ein Grab zur Stabilisierung. Nur wenn ihr jetzt die Landung seht, könnt ihr diese nicht fokussieren, sondern müsst weiterdrehen. Beim 720 müsst ihr wirklich Geduld haben und nicht zu hektisch drehen. Dabei hilft auch ein größerer Kicker. Wenn ihr einmal Rücklage habt, könnt ihr auch noch in der Luft euren Körperschwerpunkt nach vorne legen. So wie hier, um den Trick sauber zu stehen. Der Backflip ist eigentlich sehr einfach, trotzdem fordert er viel Mut und ist auch gefährlich. Die Anfahrt ist wie gewohnt in den Knien, wobei die Breite nicht so wichtig ist. Beim Takeoff muss man dann kräftig nach oben abspringen und den Kopf in den Nacken legen. Die Schultern folgen dem Kopf. Jetzt kann man den Sprung nur noch genießen. Im hohlen Kreuz wirkt der Trick noch stylischer, wobei das eher schwieriger ist als die Hocke. Beim Landen darauf achten, dass man nicht einsteckt und das Ganze wieder abfedern. In der Luft könnt ihr den Trick durch Strecken des Körpers verlangsamen bzw. durch Anhocken beschleunigen. Besonders gut zum Üben ist eine Wächte, da dort ein steiler Absprung gegeben ist. Und das ist gut, da der Backflip mit der Bewegung des Kickers mitgeht. Der Flat 360 wird oft auch als Off-Axis Backflip beschrieben, also ein Backflip, bei dem die Füße nicht direkt über den Kopf drehen.
Die Anfahrt ist aber eher wie bei einem Spintrick. Beim Absprung wird die Rotation eingeleitet. Bei Linksdrehen geht der rechte Arm nach unten und greift am besten gerade zum Grab. Die linke Schulter zieht dabei nach hinten rechts, bei Rechtsdrehen umgekehrt. Auch wenn die Rotation backflipartig nach hinten geht, kippt der Kopf nicht in den Nacken, sondern ihr seht in Spinrichtung und fokussiert die Landung, welche sehr schnell zu sehen ist, was es auch einfach macht, den Sprung zu timen. Manchen fällt der Flat 5 leichter, da dort die Bewegung flüssiger ist und man den Grab nicht frühzeitig auflösen muss. Der Flatspin 540 ist der nächste Off-Achse-Sprung. Er ist ungefähr ein flachgesprungener Rodeo. Ein steiler Kicker ist hier besser zum Üben. Wieder die Anfahrt wie bei einem Spin und beim Takeoff kräftig abspringen. Beim links gedrehten Flatspin geht die linke Schulter mehr nach oben, der rechte Arm bleibt unten und geht zum Grab, also nach vorne, was zur Folge hat, dass der Körperschwerpunkt nach vorne verlagert wird. Somit landet ihr in der Flatspin-typischen Position, bewegt aber das Kinn zur Schulter und seht so in die Drehrichtung. Dann erblickt ihr die Landung bald. Nach einem vollendeten Flatspin 360er könnt ihr anfangen, den Grab zu lösen und euch auf die Landung zu konzentrieren. Diese erfolgt Switch und könnt ihr mit den Hüften abfedern. Probiert mehr an einen Spin zu denken als an einen Flip. Ihr werdet merken, dass gar nicht so viel Impuls benötigt wird. Der Cork 720 ist ein Muss für jeden Freeskier. Bereitet euch auf den Absprung vor wie auf einen normalen 720. Beim Takeoff bewegt ihr die Schultern aber nach hinten unten. Das gleiche gilt für den Kopf. Beim Absprung sollte man mit dem Körper ein wenig Vorlage geben, damit man sauber aus dem Cork rauskommt. Haltet den Grab genug lange, dies hilft zusätzlich wieder in eine gerade Lage zu kommen. In der Luft einfach ruhig bleiben und warten, bis ihr wieder landen könnt. Beim Absprung solltet ihr die äußere Schulter nicht über den Kopf ziehen, sonst landet ihr in einem Flip. Ein Flip gibt es ebenfalls, wenn ihr den Kopf in den Nacken legt. Verschiedene Grabs ändern immer ein wenig die Flugposition, was ihr aber durch die Schwungeinleitung anpassen könnt.